Hallo, grüß dich. Schön, dass du dir wieder etwas Zeit nimmst für dich und die geistige Welt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil wir ja sowieso so viel Zeit im Moment zur Verfügung haben. Der eine oder andere vielleicht gar nicht weiß, wie er diese Zeit am besten füllt und ausnutzt. Ich wurde auch gefragt, ja, wie geht denn das jetzt im Anschluss weiter? Was verändert sich? So wie es von der geistigen Seite her aussieht, wird es wieder normal in Anführungszeichen, also die Geschäfte machen wieder auf, die Arbeitszeiten werden wieder so sein wie vorher und doch sind die Menschen anders, haben die Menschen sich verändert, da ist einfach mehr Gefühl drin, da ist mehr Wertschätzung drin. Auch was die Chefs anbelangt, auch sie sind natürlich konfrontiert mit dem, was du und ich jetzt gerade erleben. Und da habe ich dann so das Gefühl, dass die Chefs ihre Mitarbeiter mehr schätzen, weil sie jetzt auch der eine oder andere erkennt das, aber viele erkennen es jetzt erst recht, dass sie ohne ihre Mitarbeiter nichts bewerkstelligen können. Und dann habe ich so das Gefühl, wird sich auch die Arbeitszeit für die Mitarbeiter und die Arbeiter verändern. Aber das braucht Entwicklung, das braucht Zeit. Das kann sein, dass das ein Jahr geht, ein halbes Jahr, das kann sein, dass das 5 Jahre geht, kommt auf die Firma an. Es gibt jetzt schon Firmen, die haben ein Arbeitsverhältnis. Da kann der Mensch zur Arbeit kommen, wann es ihm passt, wann er am kreativsten ist. Andere beginnen um 5, andere erst am Mittag, andere arbeiten in der Nacht. Das gibt es jetzt schon, auch gerade bei mir in der Nähe. Und diese Firmen werden wird es mehr und mehr geben. Diese Firmen werden überleben, die mit ihren Mitarbeitern auf diese Art und Weise umgehen. Dann habe ich auch noch eine interessante Frage erhalten, was die Ernährung anbelangt, weil das im Augenblick einfach das Thema schlechthin ist, schon seit vielen Jahren. Wird es auch die Lichtnahrung vermehrt geben? Ja und nein, was die Lichtnahrung anbelangt. Mir hat dann die geistige Welt das so erzählt und erklärt, dass da, wo wir herkommen, also du und ich, unsere Seele oder auch unser Geist, was ist Seele, was ist Geist, da ist das Essen nicht notwendig oder nur aus Freude macht man das. Und hier auf der Erde brauchen wir es und dürfen es genießen. Darum wird das Essen auch bleiben. Aber es wird doch immer Menschen geben, die sich von Lichtnahrung ernähren. Wir können die Energien auch mehr aufnehmen. Und dadurch verändert sich unser Essverhalten, unser Umgang mit Essen, was wir essen und wie wir essen. Jetzt hat mir aber auch eine Dame geschrieben, ich erhalte gerade den Impuls dazu, darauf einzugehen. Die geistige Welt oder auch ich haben schon gesagt, ist das, was dir gut tut, was dir schmeckt. Jetzt hat aber vielleicht jemand Lust auf Schokolade und isst ständig Schokolade, bis dass der Körper sich natürlich umgestellt hat. Braucht es eine gewisse Disziplin, ihn gesund zu ernähren, die Darmbakterien zu verändern, die haben nämlich Lust auf Schokolade. Und das ist nun mal nicht so gesund für unseren Körper. Ab und an mal eine Schokolade essen, wie ich, absolut kein Thema. Also ohne Schokolade möchte ich gar nicht sein. Ich genieße es, gehe aber ganz anders damit um als früher. Ich brauche es nicht mehr, ich genieße es. Da braucht es schon am Anfang eine gewisse Disziplin, aber auch die Disziplin verändert sich in der Zukunft. Wir werden die Disziplin nicht mehr als Last sehen. Und als Herausforderung, ja, als Herausforderung schon, aber wir gehen viel spielerisch damit um. Was ist Seele, was ist Geist?
Was ist das Wir-Bewusstsein? Alles ist mit allem verbunden. Im Grunde sind wir alles als. Und doch ist jeder ein eigenes Individuum. Doch hat jeder seine eigene Entwicklung. In Seele ist alles gespeichert von deinen Vorleben und von das, was in der Zukunft sein wird. Geist ist um dich herum. Geist ist auch alles. Das ist ein bisschen schwer zum Erklären. Ich habe mit meinem Mann da mal Begriffsbestimmungen zusammengestellt und diese werde ich nachher in der Infobox reinstellen. Dann kannst du selber dich damit mal beschäftigen, wenn du magst. Gut, ich mache jetzt im Anschluss gleich das Channeling. Sie werden auch auf die eine oder andere Frage eingehen, die mir gestellt worden ist. Und dann wünsche ich dir auf diesem Wege jetzt alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Wir grüßen euch und heißen speziell dich herzlich willkommen, wo du mehr und mehr erkennen kannst, wer du in Wirklichkeit bist, welche Kraft und Macht sich in dir befindet, um die Menschheit darin zu unterstützen, sie auf ihrem Weg zu begleiten, den Weg des Erwachens, dem Weg bei sich ankommen können, den Weg der Heilung, den Weg der Beachtung, den Weg der Wertschätzung sich selbst und den Mitmenschen gegenüber. Hier unterstützt du sehr deine Mitmenschen. Mag sein, dass du dir dessen noch nicht wirklich bewusst bist, doch der eine oder andere unter euch ist sich dessen sehr wohl bewusst. Jetzt, wo ihr in dieser Quarantäne seid, könnt ihr noch mehr und mehr euch bewusster werden. Erwachen bedeutet nichts anderes, Erleuchtung bedeutet nichts anderes, als sich selbst zu erkennen, sich selbst an das zu erinnern, wer du bist, wer ihr seid. Nonketai Ayei Elias Vasateim. Dies ist die Lichtsprache, die Herzenssprache, die jeder Mensch versteht, auf Herzensebene. Onkotoi Alies Variamet Ankisoen Nies. So auch du. Es ist die Zeit des Wandels, wie es auf Erden noch nie gewesen ist, und du bist mittendrin. Wertschätze dieses, erkenne die Wichtigkeit deinerseits darin. Entilait asiejem, dass der eine oder andere gewisse Herausforderungen von Ängsten erlebt, ist ganz normal, dass du sie erkennen kannst als das, was sie sind, Gefühle, Energien und nicht mehr, und du sie jetzt in dieser besonderen Zeit gut wandeln kannst, weil du ihnen nicht ausweichen mehr kannst. Es sind gewisse Fragen an uns gerichtet worden, auf die wir gerne eingehen möchten, speziell auch das Impfen, das Impfsystem, die Impfpflicht. Mag sein, dass da oder dort eine gewisse Impfpflicht durchgesetzt wird, doch dieses Serum wird bei weitem nicht mehr diese Kraft haben, wie es vielleicht jetzt hat oder hatte. Weil ihr Menschen euch verändert, weil ihr die Schwingung erhöht, weil ihr die Möglichkeit habt, gewisse Informationen, die in diesem Serum stecken, zu verändern durch euer Bewusstsein, durch eure Wachheit. Eure Kinder sind sowieso ganz anders, als wie du es im Augenblick bist. Und doch bist du auf dem Wandel dahin, wie eure Kinder sind, wie eure Kinder werden. Denn sie bekommen Aufmerksamkeit.
weil sie so wach sind, dass die Aufmerksamkeit von ihnen nicht weggenommen werden kann. Manche Kinder werden jetzt noch beachtlos beiseite gestellt oder werden gemobbt von Schülern oder auch Lehrern. Und das verändert sich. Es kann dieses System, wie es ist, nicht mehr vorherrschend sein. Die Lehrer bekommen mehr Gefühle, wollen mehr das leben, für was sie auf Erden sind, nämlich zu lehren mit Herz. Das Herz wird von euch Menschen gestärkt, jetzt in dieser Zeit ganz besonders. Die Gefühle kommen mehr und mehr zum Vorschein, auch bei denjenigen, die nicht Gefühle spüren konnten, die nicht mit Gefühlen umgehen konnten. Sie werden es können, sie können es bereits. Und so wird das System sich enorm verändern, Schritt für Schritt. Wenn die Schule wieder beginnt, werden die Lehrer anderer Umgang haben mit Kindern, weil sie gar nicht mehr anders können, als auf die Kinder eingehen und die Aufmerksamkeit ihnen zu überreichen, die sie benötigen, die sie verlangen. Kinder haben eine ganz andere Herzfrequenz. Und sie wissen, was sie lernen wollen. Und auch auf das gehen die Lehrer und die Obrigkeiten, die die Lehrer lehren, ein. Weil es gar nicht mehr anders geht. Dieses System, was jetzt zum Vorschein kommen kann, das übrigens in deinen Füßen beginnt. Erde dich. Dies ist von großer Bedeutung, wird es immer sein. Erde dich, um da ankommen zu können, wo das neue System sich befindet, in deinen Füßen. Erde dich, damit du Ängste verändern kannst, damit du dich selber stärken kannst. Je besser du geerdet bist, umso mehr kannst du in Verbindung treten mit deiner Seele, deinem Herzensweg, der geistigen Welt, deiner Begleitung oder Führung auf geistiger Ebene. Das heißt jetzt nicht, dass du ständig dich erden brauchst oder daran denken benötigst, sondern einfach auch ab und an der Hinweis von uns ist schon ausreichend, dass du gut geerdet bist. In Mutter Erde, circa einen Meter von deinen Füßen entfernt, befindet sich ein Gitternetz. So wie auch das Magnetgitternetz sich über deinem Kopf befindet, ist dies auch in der Erde vorhanden und zu diesem stellt ihr Menschen eine Verbindung her und seid dadurch miteinander verbunden mehr denn je. Dadurch kommt das Wir-Bewusstsein zum Tragen, dadurch kommt das neue System in dir zum Vorschein und du trägst es in die Menschheit hinaus. Doch erst lernst du damit umgehen, indem du es einfach mal fühlst, lernst zu fühlen. Das Erwachen geschieht dadurch ganz automatisch. Auch sind wir angesprochen worden auf den Nullpunkt, den ihr durchschreiten werdet. Von großer Wichtigkeit dieser ist. Individuell wird dies geschehen. Je nachdem, wie das Wir-Bewusstsein sich entwickelt, wie der Mensch dafür bereit ist, geht er da hindurch. Nicht alle werden dieses gleichzeitig erleben, brauchen, müssen, sollen, sondern ihr bestimmt das Tempo, du bestimmst, wann du hindurchgehst, deine Seele unterstützt dich dabei. Und dieser Nullpunkt von großer Bedeutung ist für jeden Einzelnen von euch. Der eine erlebt es bewusst, der andere unbewusst. Wie schon erwähnt, viele sind schon hindurchgegangen, andere folgen. Und diejenigen Menschen, die diesen Nullpunkt nicht durchschreiten werden, werden diesen Planeten verlassen und in einer anderen Inkarnation diesen durchschreiten können. Keiner geht verloren. Keiner geht zu früh oder zu spät hindurch. Die Dunkelheit, die ebenso angesprochen worden ist, hat mit Stromausfall zu tun und dies mag sein, dass das geschieht eine Stunde, zwei Stunden, ein Tag, mehr dennoch nicht sein wird. Diese Herausforderung braucht ihr Menschen nicht
durchlaufen in der Form, wie es da oder dort schon berichtet worden ist, aber eine gewisse Dunkelheit dient, weil auch der Nullpunkt dunkel ist, aber du die Angst davor verlierst. Du keine haben wirst, am Anfang vielleicht schon, mag sein, weil es komisch für dich sein wird, aber braucht diese Angst nicht haben, sie löst sich rasch auf durch die Beruhigung deiner Seele. Wie schon erwähnt, manche erleben diesen Nullpunkt bewusst, andere unbewusst, manche in der Nacht, manche im Tagesbewusstsein, je nachdem wie du dafür bereit bist. Wie ist das Weltgeschehen nach diesem Corona-Erlebnis? Das zeigt sich noch. Auf jeden Fall wird das Wir-Bewusstsein enorm zum Tragen kommen, die Mitmenschlichkeit untereinander, das Verständnis untereinander sich enorm verändern. Es wird sich noch mehr die Spreu vom Weizen trennen, denn es gibt immer Menschen, die rebellieren und diese sind auch wichtig, aber die Form verändert sich enorm. Es wird einfach die Entscheidung sein, die du für dich triffst, wichtig. Es ist wichtig, welche Entscheidung du für dich triffst, auf welche Seite du gehen magst. Auf die mehr liebevolle, lichtvolle oder mehr die Dunkelheit erleben und sein. Und doch vermischt sich alles wieder. Doch am Anfang, bis dass die Welt wieder zur Ruhe kommt, wird der Spreu sich vom Weizen trennen. Und alles Weitere bestimmst natürlich auch du als Schöpferwesen. Doch im Augenblick ist es wichtig, dass das Wir-Bewusstsein gefördert wird. Jetzt durch dich, durch diese Erdung, durch die Berührung mit Mutter Erde. Vayosohe. Danke, danke dir.